Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute bei mir auf dem Tisch das 48-Stunden-Double-Feature mit den Filmen Nur 48 Stunden und Schon wieder 48 Stunden. Schon wieder heißt der, oder? Ja, und wieder 48 Stunden. So. Eddie Murphy, Nick Nolte ist ein Paramount Pictures Mediabook und da wird man jetzt mal begutachten, was das Ding so kann. Meine Vermutung ist, dass das eine Auftragsfertigung von Nameless ist, wie damals schon bei Sleepy Hollow. Aber das sehen wir. Wenn der Booklet-Text von Wolfgang Gunner geschrieben ist, dann wäre das auch ein Indiz dafür. Das ist nämlich der Stammschreiber von Nameless. So, hier haben wir erstmal zwei Klebepunkte, oben und unten, die sich aber sehr gut ablösen lassen. Und hier haben wir die C-Card. Gucken wir uns erstmal die C-Card an. Die C-Card, hier oben das Blu-ray-Logo. Hier 48 Stunden Double Feature. Hier unten der Hinweis, dass beide Teile komplett neu remastered sind, dass es sich um ein Zweidisc-Set handelt, über FSK ab 16 Flatschen. Und hier auch nochmal der Schriftzug 48 Stunden Double Feature. Also das ist ziemlich starker Karton, man sieht es. Sehr hochwertig, lässt sich hier kaum biegen. Dann lass uns mal die Rückseite begutachten. Hier haben wir den Plot und ein paar Screenshots oben. 48 Stunden. Und hier und wieder 48 Stunden. Hier haben wir das Bonusmaterial und links zu den beiden Filmen die Credits. Hier sind die Spezifikationen. Und das war's. Keine Limitierungsnummer. Dann lass uns mal das Mediabook angucken. Also ein sehr ansprechendes Cover. Ich stehe auf so bunte Cover. Hier in Gänze, dann gehen wir mal ein bisschen näher hin, dass ihr auch die Details sieht. Hier der gute Nick Nolte, im Hintergrund mit der Zigarre Eddie Murphy. Ist sehr schöner Druck. Also keine Spotlack-Effekte hier. Es wäre noch geil gekommen, wenn hier noch Spotlack veredelt worden wäre. Ja. Ist matt gehalten, von der Haptik her sehr stabil, sehr gute Haptik. Dann gehen wir mal über aufs Bein. Hier haben wir das Paramount Pictures Logo. Der Hinweis auf 48 Stunden Double Feature. Und hier unten das Blu-ray-Disc-Logo. So, die Back ist auch ein schönes Bild. Mal in Gänze sehen. Ja. Ja. Ein bisschen Filmkorn mit drin. Man sieht's. Ist aber durch die Verfremdung nicht so stark. Ein junger Eddie Murphy und ein junger Nick Nolte. Dann lass uns mal aufklappen. Und hier sehen wir schon, es ist ein Disc-Tray mit jeweils zwei Discs, aber die man hier so entnehmen kann, wenn man hier rein drückt. Hier 48 Stunden. Und hier haben wir den zweiten Teil. Another 48 Hours. So, hier haben wir einen Innenprint. Sehr schön. Nick Nolte mit der Zigarette und hier Eddie Murphy. Auch in dem gleichen Stil wie das Frontcover. Und so blau-rot gehalten. Das Booklet scheint ziemlich dick zu sein, ziemlich stabil. Hier haben wir auch nochmal einen Innenprint. Sehr schick und man sieht es. Das
MediaBook ist hier so eingewebt, wie die, wie es Koch immer gern macht. Ja, und ich sehe gerade, meine Speicherkarte ist voll, hoffentlich reicht es noch. Wie bei den Koch MediaBooks ist die erste Seite hier ziemlich an der ersten Seite hier steckplatt. Und hier haben wir jetzt den Text. Ein kritischer Blick auf unsere Bibliothek. Ja, da übt Paramount ein bisschen Kritik an ihren Film sozusagen. Dass es ein anderer Zeitgeist entsprungen ist und es heute ganz anders wirkt, wie es heute wirkt. Die Gestaltung her, meiner Meinung nach schick. Das Design zieht sich hier auch durchs Booklet mit dem rot-blauen Farbfilter. Hier geht Walter Hill, hier wird auf den Regisseur eingegangen. Ja. Sonst weißer Hintergrund und immer die blau-roten Bilder. Hier wird auf den zweiten Teil eingegangen. Das Papier ist ziemlich dick. Matt mit einem kleinen Glanzfinish. Sehr viele Seiten. Seiten sind zum Teil auch nummeriert, hier jetzt nicht. Aber hier, wo Text steht, ist er immer nummeriert. Kevin Teig, die Scores von James Horner. Ja, sehr viel zum Lesen. Sehr gelungen. Hier auch wieder ein Trivia, Wissenswertes. Ich liebe ja so Trivias. Also, 42-seitiges Booklet. Das kann sich durchaus sehen lassen. Nur was mir an diesem Release jetzt nicht so gut gefällt, ist, warum machen die keine zwei Ein-Disc-Trays rein, damit man ein normales MediaBook hat. So von der Dicke her, trotz dem dünnen Tray, dadurch, dass das Booklet ein bisschen dicker ist, kommt es schon nahe an das normale Format ran. So, das war's mit der Vorstellung. Was sagt ihr zu dem Release? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo da. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Heidi ho und ciao, ciao.